Herzlich willkommen bei einem neuen Video von ZAPTV und herzlich willkommen bei einem neuen Grundlagenvideo. Heute soll es gehen um das richtige Fallen vom Board. Und wenn wir dann natürlich vom Board gefallen sind, möchten wir auch wieder aufs Board raufklettern. Und da möchte ich euch zwei Varianten zeigen, wie ihr einfach wieder auf euer Stand-Up-Paddleboard klettern könnt. Wir wissen gerade, viele Sub-Einsteiger und Anfänger haben tatsächlich Probleme, auf das Board raufzukommen. Mit diesen zwei Techniken sollte das aber gar kein Problem mehr sein. Auch beim Reinfallen gibt es einiges zu beachten. Wir wissen auch, es ist nicht immer einfach, das dann in der Situation auch noch kontrolliert zu machen. Nur wenn möglich, sollte man immer möglichst kontrolliert ins Wasser fallen. Wir haben auch schon andere Sub-Grundlagen-Videos gedreht. Diese findet ihr natürlich oben auf dem i und unten in der Videobeschreibung haben wir euch auch noch mal die Playlist mit allen Sub-Grundlagen verlinkt. Starten wir erstmal mit dem Sturz ins Wasser. Und ein Sturz ins Wasser kann tatsächlich jedem passieren. Auch erfahrene Stand-Up-Paddler fallen hin und wieder mal vom Board, gerade wenn man dann ein bisschen an seinen Sub-Skills feilt. Deshalb ist es wichtig, dass man eine Sub-Leash verwendet. Eine Leash erhöht die Sicherheit, denn sie verbindet den Paddler mit seinem Board, sodass man sich im Notfall und bei einem Sturz vom Board immer wieder auf das Board retten kann. Also tragt eine Leash, damit ihr immer sicher auf dem Wasser unterwegs seid. Wenn ihr dann vom Board runterfallt, ist es meistens natürlich schwer, das wirklich kontrolliert zu machen. Wenn ihr es aber kontrolliert machen könnt, achtet darauf, dass ihr mit möglichst viel Oberfläche von eurem Körper auf der Wasseroberfläche aufkommt. Das heißt, springt nicht mit den Beinen oder mit den Armen zuerst ins Wasser, weil dann taucht ihr sehr tief ins Wasser ab. Sondern seht zu, dass ihr möglichst zum Beispiel mit dem Rücken oder mit großflächig mit dem Bauch auf dem Wasser aufkommt, denn dann taucht ihr nicht so tief mit eurem Körper unter die Wasseroberfläche, weil das ist genau der kritische Punkt. Man kann in den meisten Gewässern, gerade in Deutschland, nicht sehen, was unter der Wasseroberfläche ist. Da können Steine sein, Stöcker, irgendwelche anderen spitzen Gegenstände. Außerdem kann man sich nie sicher sein, wie tief das Wasser wirklich ist. Deshalb ist es wichtig, dass man nicht zu tief in das Wasser eintaucht, wenn man vom Board fällt. Auch schon bei leichtem Wind kann es sein, dass euer Stand-Up-Paddleboard abtreibt, wenn ihr ins Wasser fallt, nicht mit dem Board und der Leash verbunden seid. Man unterschätzt das immer gerne, aber gerade leichte Stand-Up-Paddleboards neigen dazu, mit einem Windstoß schon mehrere Meter abgetrieben zu sein und es schafft eigentlich niemand, da noch schnell hinterher zu schwimmen. Und mit einer Leash ist man da auf der sicheren Seite. Deshalb sollte man beim Stand-Up-Paddling unserer Meinung nach immer mit einer Leash unterwegs sein, gerade wenn man dann auf großen Seen und Gewässern unterwegs ist. Dann fragen sich viele, was mache ich mit meinem Paddel, wenn ich ins Wasser falle? Viele klammern sich ja wirklich ans Paddel, wollen es auf gar keinen Fall verlieren. Doch das Paddel ist tatsächlich erstmal nebensächlich. Selbst wenn das Paddel irgendwo daneben landet, selbst wenn es leicht abtreibt, seid ihr immer noch mit eurem Board verbunden und ihr könnt selbst mit den Händen, mit dem Board dann noch schnell wieder zum Paddel hinpaddeln und das dann wiederholen. Das heißt, das Paddel ist erstmal Nebensache und man kann sich natürlich, gerade wenn man vom Board fällt, das Paddel richtig festklammert, natürlich auch am Paddel verletzen. Deshalb ist es gar nicht so schlimm, wenn das Paddel erstmal ein Stück von einem weggeworfen wird und man das Paddel dann später ganz entspannt wiederholt. Jetzt geht es natürlich darum, man ist im Wasser, möchte wieder auf sein Stand-Up-Paddleboard, weil das Board ist natürlich in der Situation auch die Rettungsinsel. Auf dem Board fühlt man sich sicher und da gibt es zwei Varianten, wie man einfach wieder auf sein Board raufkommt. Die erste Variante ist von der Seite des Boards. Bei den aufblasbaren Varianten, das sei gesagt, ist es immer etwas schwerer, weil wir meistens ja sogar eine Dicke von 6 Inch haben. Dadurch hat das Board sehr viel Auftrieb, steht sehr weit oberhalb der Wasseroberfläche und dadurch ist es gerade von der Seite etwas schwerer, auf das Board raufzukommen. Von der Seite empfehlen wir eigentlich immer, dass man sein Paddel erstmal auf das Board legt, wenn man das Paddel denn noch dabei hat. Und dann geht es darum, dass man das Board irgendwie fest zu greifen kriegt. Natürlich nicht von der Seite, von der man kommt, sondern man muss dann nach Möglichkeit mit einem kräftigen Beinschlag so weit auf sein Board kommen, dass man hinten die andere Bordkante gegriffen kriegt. Und dann kann man sich mit einem weiteren beherzten Beinschlag zurück aufs Stand-Up-Paddleboard retten. Das heißt, man zieht sich mehr oder weniger an den Bordkanten wieder auf das Stand-Up-Paddleboard, kombiniert dann mit einem kräftigen Beinschlag.
Die zweite Variante, die wahrscheinlich gerade für Einsteiger und Anfänger die einfachere ist, ist vom Heck des Stand-Up-Paddleboards. Hierbei schwimmt man einmal bis zum Heck des Boards und drückt dieses dann mit seinem eigenen Körpergewicht nach unten. Da wird man feststellen, das Heck geht richtig schön unter Wasser und man kann sich dann Stück für Stück, wenn man sich dann an den Bordkanten festhält, zurück aufs Stand-Up-Paddleboard ziehen. Das dauert etwas länger, sieht auch etwas komisch aus, gerade wenn die Standfläche dann richtig viel Grip bietet oder hinten noch ein Kickpad ist, das heißt so eine Abkantung, ist es immer etwas schwierig, weil da muss man natürlich sich irgendwie rüberrobben. Es dauert auch etwas länger, vom Heck aufs Board zu kommen, aber so schafft es eigentlich jeder, wieder auf sein Board zu kommen und dann kann man ganz entspannt entweder noch das Sub-Paddle retten, wenn das noch irgendwo im Wasser schwimmt, aber man ist auf jeden Fall erstmal wieder sicher auf dem Stand-Up-Paddleboard. Das war jetzt das TAP-Grundlagenvideo zum richtig reinfallen vom Stand-Up-Paddleboard und dem richtigen Draufklettern wieder zurück aufs Stand-Up-Paddleboard. Wir hoffen, wir konnten euch damit etwas weiterhelfen. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr es überhaupt schafft, kontrolliert noch ins Wasser zu fallen oder ob ihr dann eher unkontrolliert ins Wasser fallt, meistens dann auch mit den Beinen zuerst und welche Variante ihr beim Draufklettern zurück aufs Board bevorzugt. Wenn euch das Video ansonsten gefallen und weitergeholfen hat, würden wir uns immer sehr freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Natürlich auch gerne ein Abo, wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt. Jetzt wünschen wir viel Spaß beim Paddeln.